Dann rufe ich jetzt auf, in Tagesordnungspunkt 90. Beschlussempfehlung, Bericht des Haushaltsausschusses, Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Plus nach § 2 Artikel 241 Gesetz Drucksache 20-7763 zu Drucksache 20-7713 und den Tagesordnungspunkt 18. Die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 22. Haushaltsgesetz 22 Drucksache 20-7759 neu. Da hat der Präsident heute Morgen darauf hingewiesen, auf eine Korrektur in dieser Vorlage, da haben Sie alle mitbekommen, gehe ich von aus. So, zu Drucksache 20-6380. Neuberichterstattung macht dann auch die Kollegin Geis. Und 79, Beschlussempfehlung, Bericht Haushaltsausschuss, Antrag der Landesregierung, Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 21 bis 25, Drucksache 20-7760 zu 20-6395. Das wird gemeinsam alles aufgerufen. Jetzt noch einmal zu der Reihenfolge der Redner. Da gibt es eine Vereinbarung seit eh und je, wurde mir gesagt, dritte Lesung, beginnt Bündnis 90 Die Grünen, dann die SPD, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linken, CDU, fraktionslose Abgeordnete, die Landesregierung. Das schlage ich Ihnen vor, dass wir das so machen. Und wenn Sie Ihnen dazu stimmen, machen wir es auch so, weil der Präsident die Dinge festlegt. Also ist es so festgelegt. Und dann darf ich für die drei Punkte bitten, die Berichterstatterin, die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, die Frau Kollegin Kerstin Geis. Und bevor sie anfängt, will ich vielleicht noch einmal sagen, der Haushaltsausschuss hat am letzten Mittwoch getagt. Ich kann mich überhaupt nicht entsinnen, dass mal mehr als 600 Anträge zu einem Haushalt, also in den 80er, 90er Jahren war das verboten, das gab es damals gar nicht. Und ich will ganz ausdrücklich sagen, dass die Frau Vorsitzende des Haushaltsausschusses das brillant gemanagt hat, brillant gemacht hat. Und ich will ihr vor dem gesamten Hause dafür Dank und Anerkennung sagen. So, jetzt kommen wir zur Berichterstattung. Vielen Dank. Ich möchte diesen Dank auf alle Fälle zurückgeben. Es waren 568 Änderungsanträge. Und ich möchte diesen Dank zurückgeben an die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss, die sehr fokussiert, sehr zielorientiert und sehr sachlich die Themen miteinander besprochen haben und wir sie so doch in einer überschaubaren Zeit sozusagen über die Bühne bringen konnten. Trotzdem herzlichen Dank für Ihr Lob. Berichterstattung zu dem Beschlussempfehlung im Bericht Haushaltsausschuss. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, die Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie anzunehmen, in Punkten 1 und 2 einstimmig durch alle Fraktionen im Haus, in Punkt Nummer 3 einstimmig bei Stimmenthaltung der Linken und in Punkt Nummer 4 einstimmig bei Stimmenthaltung der SPD. Die Beschlussempfehlung zu dem Bericht Haushaltsentwurf empfiehlt der Haushaltsausschuss dem Plenum, den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-7714, sowie mit folgenden Änderungen, die sich daraus ergebende Fassung ist als Anlage beigefügt, in dritter Lesung anzunehmen. In § 1 wird die Angabe 43.498.120.500 € durch die Angabe 45.604.690.000 € ersetzt. Das ist abgestimmt von CDU und Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und Die Linken. Die 568 Änderungsanträge entnehmen Sie bitte die Beschlussfassung der vorliegenden Unterlagen mit einer Ausnahme. Und dazu bin ich gebeten worden, Bericht zu erstatten. Korrektur zu der Drucksache 19-7759 neu. Auf Seite 13 wird die Angabe der Einzelplan 04 wird in Einnahmen und Ausgaben abgelehnt. Durch die Formulierung der Einzelplan 04 wird in Einnahmen und Ausgaben angenommen ersetzt. Das ist ja gerade keine marginale Änderung. Und auf der Seite 56 wird bei den Änderungsanträgen 20-7265, 20-7267, 20-7266 und 20-7268
und 20/72/69 jeweils das Wort angenommen durch das Wort abgelehnt ersetzt. Und last but not least liegt Ihnen vor die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, den Finanzplan zur Kenntnis zu nehmen, mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen von SPD, AfD, Freie Demokraten und Die Linke. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Geis, für die Berichterstattung. Dann beginnen wir mit der Aussprache. Zunächst der Kollege Frank-Peter Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Bitte. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, heute beraten wir und verabschieden wir den Landeshaushalt für das Jahr 2022. Und wir bringen damit einen Prozess zum Abschluss, der diesmal, das ist bereits erwähnt worden, erheblich umfänglicher und somit auch aufwendiger war als gewohnt. Diese Tatsache gibt mir Anlass, mich gleich zu Beginn meiner Rede ganz besonders auch im Namen meiner Fraktion bei allen Menschen zu bedanken, die mit ihrer Arbeitsleistung zum Erfolg des Vorhabens wichtige Beiträge geleistet haben. Dies betrifft die Fachministerien, ganz besonders natürlich das Finanzministerium, den Stenografischen Dienst und das Budgetbüro des Landtags und nicht zuletzt auch die Mitarbeitenden in den Fraktionen. Allen sei herzlich gedankt für ihr großes Engagement. Nicht vergessen will ich dabei auch die Kolleginnen und Kollegen. Nicht vergessen will ich dabei auch die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten im Haushaltsausschuss, es wurde bereits erwähnt, die am letzten Mittwoch ziemlich gefordert waren. Speziell möchte ich auch, selbst wenn der Präsident es mir schon vorweggenommen hat, unsere neue Vorsitzende herausheben. Ihre Premiere im Beratungsmarathon der fast 600 Änderungsanträge zum Haushalt war eine ausgesprochen gute Performance. Auch Ihnen, Frau Kollegin Geis, unser herzlicher Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stecken gegenwärtig weiterhin in der Corona-Pandemie. Sie ist keineswegs vorüber, und wir haben auch keinerlei Gewissheit über ihren weiteren Verlauf oder ihr mögliches Ende. Vielmehr müssen wir gegenwärtig mit neuerlichen Belastungen des Gesundheitssystems rechnen, ebenso mit zusätzlichem Aufwand für Schutzmaßnahmen für die Menschen in Hessen, von neuerlichen Schäden für die Wirtschaft ganz abgesehen. Das bedeutet, dass wir in Hessen ebenso wie im Bund die Naturkatastrophe im Sinne von Artikel 141 Absatz 4 der Hessischen Verfassung bedauerlicherweise weiter feststellen müssen. Das ist gleichermaßen wie im Bund. Schließlich sind wir ja auch ein Teil des Bundes. Wir hatten diese Situation bereits am 24. März und 4. Juli 2020. Damals hat der Landtag jeweils durch Beschluss diese Situation feststellen müssen. Heute werden wir dies erneut so treffen müssen. Ich bin dankbar dafür, dass Oppositionsparteien dies wenigstens teilweise auch so sehen. Denn es wäre in der Tat nicht zu verstehen, wenn dieselbe Partei im Bund die Notlage beschließt, aber Hessen davon ausnehmen möchte. Nicht wahr, Frau Kollegin Schardt-Sauer? Vielleicht sollten Sie das noch einmal überdenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag, wie er auf Drucksache 19-7713 vorliegt, ist die Voraussetzung dafür, dass wir pandemiebedingte Aufwendungen mit Krediten finanzieren können, was erforderlich ist. Dabei wenden wir die strengen Kriterien an, die der Staatsgerichtshof uns in seinem Urteil vom 27. Oktober aufgegeben hat. Nicht zuletzt deshalb ist die Antragsbegründung bei dieser Drucksache außergewöhnlich umfangreich. Bei der Diskussion dieses Antrags vergangene Woche im Haushaltsausschuss wurde bereits deutlich, dass dieser Antrag und die in ihm beschriebenen Maßnahmen, wie wir gerne sagen, handwerklich richtig gemacht sind und insoweit in formaler Hinsicht weitgehend akzeptiert werden. In der Debatte war zu hören, und das wird auch hier und heute, so vermute ich, wieder so sein, warum nicht gleich so? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das will ich Ihnen gerne sagen. Weil es politisch gut und richtig war, in der Situation des Sommers 2020 der Pandemie mit einem hinreichend dimensionierten und flexibel einsetzbaren Finanzierungsinstrument zu begegnen, nämlich dem Sondervermögen.
Damit, und ich sage nur damit, konnten wir im notwendigen Umfang den Menschen in Hessen und insbesondere auch der Wirtschaft in allen ihren Facetten die Perspektive der Zuversicht geben, die es brauchte und auch noch braucht, um nicht zu resignieren, sondern trotz vielfältiger Einschränkungen engagiert und aktiv zu bleiben. Sie erinnern sich gewiss, in der Krise muss der Staat seine Kräfte bündeln und darf nicht durch Kleckern die Sorgen der Menschen noch weiter vergrößern. Der jetzige Bundeskanzler nannte es Bazooka, und Mario Draghi formuliert in einer anderen Krise, whatever it takes. Das Sondervermögen musste also viel Kraft aufweisen, denn es war die hessische Bazooka. Es war die richtige Antwort auf die Pandemie und hat seine Aufgabe gut erfüllt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erfahrungen der letzten zwei Jahre machen es heute möglich, sehr viel präziser als zu Beginn der Pandemie die Entwicklungen in finanzieller Hinsicht abzuschätzen. Deshalb ist die Integration in den Kernhaushalt ohne größere Probleme möglich. Dennoch müssen wir noch mit Unkalkulierbarem auch weiterhin rechnen und dafür entsprechend Vorsorge treffen. Wir tun dies mit dem Globaltitel im Einzelplan 17 in Höhe von 500 Millionen Euro, der wiederum, wie schon das Sondervermögen, trotz seiner planmäßigen Veranschlagung zusätzlich noch mit Einzelgenehmigungen über den Haushaltsausschuss bewirtschaftet werden wird. Damit binden wir den Landtag in den Vollzug deutlich intensiver ein, als das Haushaltsrecht dies vorschreibt. Meine Damen und Herren, von Anfang an war es nämlich eine politische Legende, mit Eifer gestrickt von der Opposition, dass die Koalition sich eine Kriegskasse für den Wahlkampf schaffen wollte. Die Bilanz der Bewilligungen weist eindeutig nach, dass wir eher mehr zurückhaltender als der Bund waren und manche anderen Länder, dass wir sehr zurückhaltend mit den Kreditmitteln umgegangen sind. So ist aufgrund der Pandemie insgesamt inklusive dem Haushalt 2022 an Notlagenkredite die Summe von rund 4,3 Milliarden Euro angefangen. Ein Transfer in andere Fördertöpfe fand und findet nicht statt. Meine Damen und Herren, das Stichwort Transfer lenkt den Blick auf den Bund, der vergangene Woche seinen Nachtragshaushalt für 2021 verabschiedet hat und darin die gigantische Summe von 60 Milliarden Euro als Notlagenkredit zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie einst bereitgestellt, jetzt in Fonds zur Finanzierung der Klimaschutzprogramme transferiert. Ich will an dieser Stelle die Programme inhaltlich in keiner Weise kritisieren, aber doch einmal die dort vorgenommene Verschiebung der Finanzmittel mit den Aussagen von SPD und speziell von FDP zum sogenannten Corona-Check, die wir hier immer wieder gehört haben, konfrontieren. Immerhin wird die Umetikettierung verantwortet, verehrte Kollegin Schardt-Sauer, von Bundesfinanzminister Christian Lindner, Ihrem Parteivorsitzenden. Die ist dieselbe Partei, die hier im Hause nicht müde wird, zu fordern, den Einsatz der Kreditmittel ausschließlich auf das Virus unmittelbar zu beschränken. Ihr Bundesfinanzminister tut also das diametrale Gegenteil von dem, was Sie hier ständig fordern. Und was Sie Und was Sie auch mit Werbe vor Gericht vorgetragen haben. Sie wissen ja, man trifft sich immer zweimal im Leben. In diesem Fall dürfte die Feststellung kaum strittig sein, dass SPD und FDP mit Hilfe von Prof. Gröbel und ihrer Klageschrift in Hessen der Opposition im Bund eine optimale Steilvorlage für eine Verfassungsklage geliefert haben, zumal der Staatsgerichtshof ihren Argumenten in seinem Urteil gefolgt ist. Das zweite Treffen wird dann wohl in Karlsruhe stattfinden. Meine Damen und Herren, ich darf zitieren den Leitsatz 13 aus dem Urteil des zum Urteil des Staatsgerichtshofs. Ich zitiere: Voraussetzung für die Ausnahme vom neuen Verschuldungsverbot nach Artikel 141 Absatz 4 der Hessischen Verfassung ist, dass zwischen dem Neuverschuldungsbedarf und der Notsituation ein konkreter Veranlassungszusammenhang besteht. Sowohl die Kreditaufnahme als solche
als auch die durch die Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen müssen final auf die Beseitigung der Naturkatastrophe bzw. auf die Überwindung der außergewöhnlichen Notlage und ihrer Folgen gerichtet sein. Soweit unser Verfassungsgericht. Und so, verehrte Damen und Herren, so sieht die Verfassungslage aus. Übrigens nicht nur bei uns, sondern auch im Bund ist es nicht wesentlich anders. Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz schreibt dies so vor. Professor Poseck betonte bei der Urteilsverkündung am 27. Oktober, dass der Staatsgerichtshof Neuland betreten habe und das Urteil beispielgebend für andere Verfahren zur Notlage bedingten Kreditaufnahmen vor Verfassungsgerichten sein könne. Wenn er Recht behält, dann haben René Rock und Marion Schardt-Sauer mit ihrer Klage ihrem eigenen Parteivorsitzenden ein politisches Desaster bereitet und die Politik unserer gemeinsamen Koalition in Berlin damit schwer beschädigt. Übrigens, weil es dort so still ist, steht die SPD keineswegs besser da. Wir erinnern uns an die rhetorischen Attacken der Ex-Kollegin Nancy Faeser von diesem Pult aus. Nun muss sie als Verfassungsministerin in Berlin genau das verteidigen, was sie unserer Koalition unterstellt, als rechtswidrig und zum Verfassungsbruch erklärt hat. So können sich die Aufgaben ändern. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Problem ist gar nicht mein Schwerpunkt. Ich denke vielmehr, dass die dargestellte Situation uns deutlich macht, dass unsere Regeln, speziell hier die des Haushaltsverfassungsrechts, nicht wirklich krisentauglich sind. Das gilt auch für viele andere Verfahrensregeln und vermeintliche Gewissheiten, die wir in der Pandemie schmerzhaft haben erkennen müssen. Das ist allerdings kein Trost. Der Hessische Staatsgerichtshof musste und hat bei seiner Urteilsfindung zum hessischen Sondervermögen sich an der Verfassungslage und ihrer traditionellen Interpretation interpretiert. Dass diese Grundsätze, unter anderem ausformuliert im Haushaltsgrundsätzegesetz, ihre historischen Verdienste haben und ein Fundament der staatlichen Haushaltswirtschaft darstellen, ist völlig unbestritten. Doch sie können nicht Krise. Ihre Verfahrensgrundsätze zur Erstellung, Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplans können rasch sich verändernden Zuständen und Perspektiven nicht gerecht werden. Ein möglicher Verweis auf das Verfahren in diesem Haus zum ersten Nachtragshaushalt 2020 als mögliches Gegenbeispiel wäre vielmehr eine Bestätigung dieser Feststellung. Denn eine sachgerechte Beratung konnte damals in keiner Weise stattfinden. Das werden alle bestätigen, die hier sitzen, denn sie waren alle dabei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute sind wir in der Lage, aus den Erfahrungen der letzten 24 Monate zu schöpfen, sodass die Auflösung des Sondervermögens zum 31. Dezember 2021 keinen Einschnitt oder gar Schaden für unser Land und auf seinem erfolgreichen Weg aus der Pandemie zur Folge hat. Doch wir sollten nicht versäumen, uns absehbar mit der Frage zu befassen, wie wir die Grundlagen unserer Haushaltswirtschaft weiterentwickeln müssen, damit sie wirklich krisenfest wird. Es ist nämlich kein triviales Problem, eine umfassende parlamentarische Beteiligung ebenso zu gewährleisten wie eine optimale Aktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen sicherzustellen. Ich jedenfalls habe begründete Zweifel, dass übrigens ganz anders als Professor Gröbel es formulierte, das Haushaltsrecht flexibel genug ist. Er formulierte, es sei flexibel genug, mit herkömmlichen Instrumenten angemessen auf die Notlagen zu reagieren. Ich sehe das und ich sehe den Beweis auf dem Tisch liegen anders. Wir werden zu Veränderungen kommen müssen, nicht zuletzt, um vom strikten Cashflow-Prinzip in Jahresscheiben wegzukommen und, wie es die in Hessen bereits eingeführte DOPIG leistet, das Augenmerk auf die Vermögenslage und damit auf mehr Nachhaltigkeit unserer Finanzwirtschaft zu legen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit rund 100 Änderungsanträgen hat die Koalition die Maßnahmen, die bislang aus dem Sondervermögen finanziert wurden, in den Kernhaushalt umgesetzt und dabei einige auslaufen lassen. Wir folgen dabei den Kriterien, die der Staatsgerichtshof vorgegeben hat, sodass einige Maßnahmen nicht weitergeführt werden können. Das ist durchaus bedauerlich, zumal andere Länder, nicht zuletzt auch der Bund, und zwar in Einklang mit den Perspektiven der EU für die schwerpunktmäßige Ausrichtung des Neustarts nach der Pandemie, sich nicht derart einschränken.
Auch dieser Aspekt zeigt den hiesigen Fraktionen von SPD und FDP, wie sehr ihr Klagefähig sich als äußerst kurzsichtiges Manöver erweist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gut 60 Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen runden den Haushalt für das Jahr 2022 ab. Damit werden wichtige Maßnahmen über den Planentwurf vom Sommer letzten Jahres hinaus zusätzlich finanziert, sodass wir heute einen guten, zukunftsweisenden und solide finanzierten Haushalt verabschieden können. Dafür werbe ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Marius Weiß, SPD-Fraktion. Marius, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Änderungsantrag der Regierungsfraktion zum Haushaltsgesetz, Drucksache 20-7144, der heute beschlossen wird, wird das schwarz-grüne Sondervermögen aufgelöst. Das ist ein guter Tag für den Parlamentarismus in Hessen und ein Eingeständnis des Scheiterns dieser Landesregierung. Und, Herr Kollege Kaufmann, ich bin schon etwas überrascht über Ihre Rede hier gerade. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte etwas weniger Uneinsichtigkeit und etwas mehr Demut hier erwartet. Und wenn Sie sich hier tatsächlich hinstellen und über einem Gesetz, was der Staatsgerichtshof geurteilt hat, dass es mit der Verfassung unvereinbar ist, sich hier heute hinstellen und sagen, das sei immer noch die richtige Antwort gewesen, das zeigt einfach nur, dass Sie nichts verstanden haben, Herr Kaufmann. Nichts verstanden. Und ich will Ihnen auch noch einmal etwas erklären. Wenn der Staatsgerichtshof ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt, dann sind daran nicht schuld die Fraktionen, die dagegen geklagt haben, sondern dann tragen daran schuld die Fraktionen, die dieses Gesetz geschrieben und beschlossen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das will ich hier auch noch einmal erwähnen. Wir haben Ihnen gesagt und gezeigt, dass es ohne Sondervermögen geht. Der Staatsgerichtshof hat Sie dazu verpflichtet, und jetzt haben Sie das umgesetzt, von dem Sie selbst immer behauptet haben, dass es gar nicht ginge. Der Spruch, schlauer ist man hinterher, wird bei Schwarz-Grün so langsam zum Prinzip. Wir haben Ihnen gesagt, dass man die Novembersteuerschätzung zur Grundlage für den Haushalt nehmen soll. Das haben Sie jetzt gemacht. Wir haben Ihnen gesagt, dass Sie die Nettokreditaufnahme ausreizen sollen, da es Quatsch wäre, die Spielräume der Schuldenbremse in dieser Situation nicht auszunutzen. Sie haben das jetzt gemacht. Zur Klarstellung, mit diesen Anträgen von heute verabschieden sich CDU und Bündnis 90 die Grünen in Hessen von der schwarzen Null. Ich will es noch einmal erwähnt haben. Das, was Sie in der ersten und zweiten Lesung hier noch so klar verteidigt haben, Schwarz-Grün in Hessen verabschiedet sich heute von der schwarzen Null, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist auch gut so. Wir haben Ihnen gesagt, dass es Unsinn ist, wenn Sie das Sondervermögen bereits tilgen, wenn Sie sich gleichzeitig noch aus ihm bedienen. Sie haben die Tilgung jetzt bis 2024 ausgesetzt. Wir haben Ihnen gesagt, dass eine Tilgungsrate von 400 Millionen Euro pro Jahr viel zu hoch ist. Sie haben die jetzt halbiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas weniger unfehlbare Diskurshoheit, die jeden Einspruch abprallen lässt, und etwas mehr Zugänglichkeit für die Argumente von anderen würde bei Ihnen vielleicht dazu führen, dass auch Sie einmal vorher schlauer sind und nicht immer nur hinterher. Um in keinen falschen Verdacht zu geraten, wir begrüßen nicht alle Schritte, mit denen Sie das Urteil des Staatsgerichtshofs jetzt umgesetzt haben. Das gilt z.B. für den Griff in die Rücklagen und für die Art der Übertragung bzw. Nichtübertragung von Maßnahmen aus dem Sondervermögen in den Kernhaushalt. Sie greifen in die Rücklage in einer Höhe von 1 Milliarde Euro und lösen sie damit fast komplett auf.
Das müssen Sie nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs nicht, wenn Sie diese Summe auch anders darstellen können. Und das geht aus unserer Sicht. Nur ein Beispiel. Im vorläufigen Jahresergebnis 2021 werden Sie einen Milliardenüberschuss, 2,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Plan haben im letzten Jahr. Das ist der höchste Überschuss aller 16 Bundesländer. Das hat einen Grund. Im letzten Jahr hat das Land Hessen so viele Steuern eingenommen wie noch nie in seiner Geschichte. 25,1 Milliarden Euro. Das sind 600 Millionen Euro mehr als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 und etwa 8 Milliarden Euro mehr als zu Beginn von Schwarz-Grün in 2013. Nur mal so zur Einordnung. Die hessische Wirtschaft ist stark und robust und der hessische Arbeitsmarkt ebenso. Und das freut uns. Und das ist übrigens auch der Grund, warum mit dem Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz der Rettungsfonds für Unternehmen in einer Höhe von 0,5 Milliarden Euro wieder aufgelöst werden kann, was uns sehr freut. Und an dieser Stelle möchte ich mich dem Dank, den Frank-Peter Kaufmann eben ausgesprochen hat, auch noch einmal anschließen. Nicht nur an die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen und an Kerstin Geist, die das wirklich sehr gut gemacht hat in ihrer Premiere bei den Haushaltsberatungen, sondern besonders an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Häusern, besonders im Finanzministerium, Herr Finanzminister Boddenberg, das Beispiel mit dem Rettungsfonds für die Unternehmen. Ich habe das im Haushaltsausschuss schon gesagt, mit den entsprechenden Richtlinien, die dafür erarbeitet wurden. Da ist wochenlang dran gearbeitet worden. Das ist nur ein Beispiel, wie viel Arbeit hier geleistet wurde, auch in der Übertragung jetzt des Urteils des Sondervermögens. Von daher herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Haus und in der ganzen Landesverwaltung. An dieser Stelle. Der Dank an das Handwerk ändert aber nichts an der Kritik an die politischen Vorgaben und an die politische Umsetzung. Der zweite Kritikpunkt ist nämlich die Art und Weise, wie Sie teilweise die Maßnahmen aus dem Sondervermögen in den Kernhaushalt übertragen. Bei einigen Förderprodukten haben Sie selbst eingestanden, dass auch nach einer durch das Urteil des Staatsgerichtshofs erforderlichen gewordenen Überprüfung kein Corona-Bezug gegeben ist. Sie haben also unsere Kritik, die wir immer wieder geäußert haben, bestätigt. Aber was wir nie verlangt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass Sie sinnvolle Maßnahmen einfach ersatzlos streichen, statt sie aus dem Kernhaushalt zu finanzieren. Das Versprechen von Herrn Boddenberg und Herrn Al-Wazir nach dem Urteil war, dass sich keiner der Leistungsempfänger Sorgen machen müsse. Und was ist jetzt? Schwarz-Grün stellt mit den Änderungsanträgen der Fraktion viele sinnvolle Förderprodukte einfach ein. Ob das die energetische Gebäudesanierung ist oder die Förderung von Elektroinfrastruktur, nachhaltiger Landwirtschaft oder dem Forschungsprogramm Hessen Horizon, Frau Dorn. Lediglich eine Abfinanzierung ist noch vorgesehen und dann ist Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht akzeptabel und deutlich zu wenig für eine ambitionierte Politik. Sie können nicht erst Hoffnungen wecken und diese dann enttäuschen, nur weil das Verfassungsgericht Ihnen Ihren üppigen 12 Milliarden Schattenhaushalt weggenommen hat. Aber ohne Goldtopf können Sie offenbar nicht mehr glänzen. Die hessische SPD hat sich in der Corona-Krise immer verantwortungsvoll gezeigt und wird das auch weiterhin tun. Wir werden heute zustimmen, dass die Ausnahme der Schuldenbremse auch in 2022 gilt. Und weil die Zweidrittelmehrheit für diese Ausnahme auch heute erreicht wird, fragen sich vielleicht auch noch einmal einige, ob es den politischen Flurschaden wirklich wert war, eben diese Zweidrittelmehrheit abzuschaffen. Aber das müssen die Abgeordneten von CDU und Bündnis 90 die Grünen mit sich ausmachen. Die SPD-Fraktion wird auch zukünftig alles unterstützen, was notwendig ist, um die Gesundheit der hessischen Bevölkerung zu schützen, die Wirtschaft zu stützen und soziale Härten zu vermeiden. Deshalb haben wir auch für die Änderungsanträge der Regierungskoalition gestimmt, die diese Ziele haben. Wir hätten uns nur gleichzeitig gewünscht, dass CDU und Grüne auch mal über ihren Schatten gesprungen wären, als es um unsere über 100 Vorschläge ging, den Haushalt zu verbessern. Die Grünen haben zahlreiche unserer Anträge abgelehnt, die sie anderswo unterstützen. Sie haben gegen Projekte gegen Rassismus gestimmt, gegen eine Landesstiftung Demokratie, gegen Zuschüsse für Frauenhäuser, gegen Mittel für Präventionsarbeit gegen häusliche Gewalt, gegen mehr Personal für Hessen-Forst, gegen eine Förderung der Naturparke und gegen noch so viele gute Anträge mehr, unter anderem gegen mehr Mittel für eine echte Mobilitätswende in Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der ÖPNV wird zu
zum 1.7. für Millionen Hessen deutlich teurer. Eine Plateauanhebung der RMV-Tarife erfolgt um fast 4%, weil Tariq Al-Wazir die kommunalen Finanzierungsträger im Gegensatz zum Bund alleine gelassen hat. Der Bund hat entschieden, seinen Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV deutlich zu erhöhen, im Übrigen unter der Großen Koalition noch. Für Hessen gilt das nicht, und das ist ein Armutszeugnis für einen grünen Verkehrsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die CDU-Kollegen haben gegen SPD-Anträge für Zulagen für die Polizei gestimmt, gegen die Abschaffung der Straßenbeiträge, gegen eine Förderung für Fahrberechtigungen von Feuerwehrmännern und Frauen und, was ich ihm besonders übel nehme, gegen eine angemessene personelle Ausstattung der Justiz. Seit Jahren gibt es Hilferufe aus hessischen Justizbehörden, die in den letzten Wochen und Monaten immer lauter wurden. Selbst der OLG-Präsident hat sich genötigt gefühlt, seine Parteifreundin Eva Kühne-Hörmann in kurzer Zeit gleich zweimal öffentlich zum Handeln aufzufordern, zuletzt am Wochenende mit einem großen Interview. Die Personalsituation sei ein, ich zitiere, Armutszeugnis für den Rechtsstaat und Wasser auf die Mühlen derer, die Kritik an Rechtsstaat und demokratischem System üben. Die Schuldigen dafür stehen fest. Es ist diese Justizministerin und diese schwarz-grüne Landesregierung. Erst wurde in der Justiz viel zu viel gespart und gestrichen und dann viel zu spät umgeschaltet, als andere Länder ihr Personal längst wieder aufgebaut haben. Dieses Problem ist ein hessisches, denn andere Länder haben viel mehr getan, um den Richterberuf zu attraktivieren. Und was macht Schwarz-Grün jetzt? Beantragt 15 neue Stellen. Im Vergleich, laut OLG-Präsident Posek, fehlen 200 Richterstellen in diesem Land. Für die Fachgerichtsbarkeiten sieht Schwarz-Grün nichts vor. Für das OLG sieht Schwarz-Grün nichts vor. Und auch für die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, die eine Belastung über jedes Maß hinaus haben, haben CDU und Grüne keinen Änderungsantrag übrig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Art und Weise, wie man mit der hessischen Justiz nicht umgehen kann. Ich sage das jetzt auch einmal aus Sicht unseres Parlaments. Wir haben zwei Untersuchungsausschüsse in diesem Parlament und haben dafür Abordnungen vorgenommen, sowohl bei den Richtern als auch bei Rechtspflegern. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Situation ist und wie die Justiz darauf reagiert, wenn sie selbst als erste Gewalt quasi nur einmal Anfragen stellen, ob sie Abordnungen vornehmen können für Untersuchungsausschüsse in diesem Haus. So sieht die Situation aus. Da wird um jeden Rechtspfleger händeringend gekämpft. Das ist die Situation in Hessen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, man stelle sich nur einmal vor, eine andere Partei trüge die politische Verantwortung für diesen Zustand der Rechtspflege. Was würde wohl die CDU zu hören bekommen? Und was würde die CDU wohl sagen zu diesem politisch Verantwortlichen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser ambitionslose Haushalt 2022 und das gescheiterte Sondervermögen zeigen einmal mehr, dass von dem schwarz-grünen Projekt nichts mehr zu erwarten ist. Das Kabinett schleppt sich dahin, und bei manchen Ministern hat man das Gefühl, dass sie den Herbst nächsten Jahres kaum erwarten können. Beim Ministerpräsidenten hat sich die Nadel seines politischen Kompasses zu Altmetall entmagnetisiert, wie seine letzten Personalvorschläge zeigen. Und für das Ende von Schwarz-Grün trifft das Sprichwort zu, dass sich das Unausweichliche grundsätzlich quälend langsam ereignet. Der vorletzte Haushalt von CDU und Grünen wird keiner sein, der Aufbruch, Zuversicht oder gesellschaftliche Erneuerung bringt. Es wird Zeit für einen Wechsel. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Marius Weiß.